Wow, schau dir das an. 21 Details, die du bei deinen Lieblingsfilmen übersehen hast. Hast du jemals einen Film 10-mal gesehen und erst beim 11. Mal etwas bemerkt, das du noch nie zuvor gesehen hast? Diese versteckten Details in Filmen, die auch als Easter Eggs bekannt sind, sind ein suggestives Zwinkern der Regisseure und Redakteure eines Films. Während die meisten von ihnen für die Heiterkeit für alle bestimmt sind, hat man manchmal das Gefühl, dass diese kleinen Details nur für deine Augen bestimmt sind. Also lehn dich zurück, entspann dich und schnapp dir das Popcorn. Es ist Filmzeit. Vergiss aber nicht, auf Abonnieren zu klicken und die kleine Glocke zu läuten, um mit uns auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen. Nummer 1. Zoomania ahmt Keanu Reeves nach. Im Jahr 2016 konnten die Zuschauer einen Blick in das Leben ihrer Lieblingszootiere werfen, aber sie hatten wahrscheinlich keine Ahnung, dass eine Nachahmung von Keanu Reeves da drin versteckt war. In einer bestimmten Szene gibt es ein Bild von einem Tier, das auf einer Parkbank sitzt und an einer Pinnwand angeheftet ist. Dieses scheinbar unschuldige Foto war eine Nachahmung an den sehr bekannten Schauspieler Keanu Reeves. Dieses Bild von ihm, wie er allein auf einer Parkbank sitzt und sein Sandwich isst, wurde von einem Paparazzo festgehalten und zu einer Meme-Vorlage, das einen traurigen, selbstreflexiven Keanu Reeves darstellt. Armer Kerl. Nummer 2. Deep Blue Sea zwinkert dem Film Der weiße Hai zu. Während diese beiden Filme unterschiedliche Handlungsstränge haben, geht es bei beiden um eine beängstigende Sache. Haie. Aber es steht außer Frage, dass Der weiße Hai, der 1975 erstmals veröffentlicht wurde, die Mutter aller Haifilme ist. Das ist nicht der Grund, warum die kreativen Köpfe hinter Deep Blue Sea beschlossen haben, dem klassischen Film die Ehre zu erweisen, indem sie ein verlassenes Nummernschild auf einem Pier zeigen, das dem von dem weißen Hai entspricht. Nummer 3. Die Berge bei Cars. Cars ist ein super lustiger Film, der unseren Lieblingsautos Persönlichkeiten verleiht. Als lustiges kleines Detail verwandelte der Künstler hinter dem Film die in einer Szene gezeigten Berge in Formen von Oldtimern, ähnlich der Idee des Mount Rushmore, der die Gesichter von 4 US-Präsidenten zeigt. Dieses lustige Detail ist leicht zu übersehen, also pass gut auf, wenn du den Film beim nächsten Mal siehst. Nummer 4. Drachen verhalten sich wie Katzen. Miau. In dem spannenden Animationsfilm Drachenzähmen leicht gemacht, hast du vielleicht bemerkt, dass Toothless, einer der Hauptfiguren des Films, sehr vertraut aussieht. Wenn er dich an deine Hauskatze erinnert hat, bist du nicht verrückt. Die Bewegungen von Toothless basieren tatsächlich auf den Bewegungen der Katzen eines Animators. Mau, mau. Nummer 5. Unerwarteter Gastauftritt bei Das Streben nach Glück. Hast du schon mal einen der klassischen Horrorfilme von Alfred Hitchcock gesehen? Wenn ja, hast du wahrscheinlich bemerkt, dass der berühmte Regisseur es geliebt hat, in all seinen Filmen subtile Gastauftritte zu machen, also Kurzauftritte von prominenten Zeitgenossen. Beim Film Das Streben nach Glück mit Will Smith in der Hauptrolle war ebenfalls ein unerwarteter Gastauftritt vorhanden. Nur war es nicht der Regisseur selbst, der auf der Leinwand auftauchte, sondern Christopher Gardner, die Person, auf der der ganze Film basiert. Guck dir den Film nochmal an und schau, ob du es auch siehst. Nummer 6. Der Kameratrick bei Matrix. In diesem beliebten Actionfilm gibt es eine Szene, in der Morpheus und Neo in der Reflexion eines Türknaufs zu sehen sind. Aber wenn man genau hinsieht, kann man die Filmkamera sehen. Man kann erkennen, dass sie die Kamera mit einem grünen Stoffstreifen bedeckt haben, damit es so aussieht, als wäre es ein Teil von Morpheus' Krawatte. Überlass es lieber den Leuten hinter der wahren Matrix, um uns hinters Licht zu führen. Nummer 7. Gladiators Mode-Fauxpas. Der Film Gladiator mit Russell Crowe in der Hauptrolle spielt in der Zeit des alten Roms, einer Zeit, in der die Menschen im Ring Leder, Eisen und andere Schutzausrüstungen trugen. Aber in einer Szene dieses Actionfilms, wenn man genau hinsieht, wirst du feststellen, dass jemand im Hintergrund eine blaue Jeans trägt. Auf keinen Fall hatte Levi Strauss damals bereits seine Jeans-Kollektion. In der Szene sieht man sogar, wie die Person, die vor der Kamera steht, noch versucht, aus dem Bild zu huschen. Aber aus irgendeinem Grund haben die Redakteure das nicht herausgeschnitten. Nummer 8. Die Geschichtsstunde bei Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Dieser lustige Animationsfilm ist voll von urkomischen Momenten, aber wer hätte gedacht, dass man aus einer der Szenen eine kleine Geschichtsstunde erhält? In der Szene, in der der Kuchen vom Himmel fällt und den Mount Rushmore trifft, werden dabei alle in den Bergen gemeißelten Präsidenten direkt getroffen, während Lincolns Gesicht von hinten getroffen wird. Genauso wurde er auch im wirklichen Leben ermordet, aber mit einer Kugel natürlich, nicht mit einem Kuchen.
Obwohl diese Szene nicht unbedingt verborgen ist, kann man leicht dieses winzige Detail übersehen. Nummer 9. Die kryptischen Botschaften bei Der Pate. Dieser klassische Mafia-Film ist mit Easter Eggs gefüllt und die größten Fans des Films können dir alles über sie erzählen. Eine interessante Sache, die im Film passiert, ist der Hinweis auf den bevorstehenden Tod. In vielen Szenen des Films sieht man die Umrisse einer Orange, kurz bevor jemand stirbt. Saftiges kleines Detail. Hey, leg die Waffe weg, nimm den Granatapfel. Nummer 10. Oben zeigt eine große Liebe zum Detail. In diesem berührenden Animationsfilm wird Carl, einer der Hauptfiguren, in einem Bild mit seiner verstorbenen Frau Ellie gezeigt. Wenn man sich das Foto genauer ansieht, sind alle Dinge, die sich auf Carls Seite des Raumes befinden, rechteckig, während Ellies Seite aus runden Gegenständen besteht. Die Animatoren waren wirklich kreativ mit den Details dieses Films. Und ich hab's noch nicht geschafft, den Film durchzuschauen, ohne ein bisschen zu weinen. Nummer 11. Wenn Universen aufeinandertreffen. Wenn du sowohl Alien, Covenant als auch Blade Runner gesehen hast, hast du vielleicht bemerkt, dass beide Charaktere die gleiche Computerschnittstelle verwenden. Dies hat viele Fans zu der Annahme veranlasst, dass die Filme im selben Universum stattfinden. Nummer 12. Spider-Man nimmt das Marvel-Universum ernst. In einer Szene beim Film Spider-Man aus dem Jahr 2017 kann man eine Wand mit berühmten Wissenschaftlern in einem Physikklassenzimmer sehen. Unter diesen berühmten Gesichtern sieht man Bruce Banner, gespielt von Mark Ruffalo, dem Wissenschaftler, der sich im fiktiven Marvel-Universum in Hulk verwandelt. Dieses kleine Detail kann man schon mal leicht übersehen. Nummer 13. Aladdins Teppich ist wohlauf. Erinnerst du dich an den berühmten Zauberteppich aus dem Film Aladdin? Nun, du hast ihn vielleicht auch schon in ein paar anderen Filmen gesehen. Beim Film Vaiana sieht man den gleichen Zauberteppich mit dem gleichen Muster. Nummer 14. Kokos Anspielung zu Die Unglaublichen. Ein Großteil des Films Coco spielt im Jenseits, wo jeder wie ein Skelett aussieht. In einer Szene sieht man ein Filmplakat an der Wand einer Gasse mit Die Unglaublichen, nur dass sie als Skelette gezeichnet sind. Es passiert schnell, dieses lustige Detail zu übersehen, aber wenn du das nächste Mal diesen lustigen Film siehst, versuche ein Auge drauf zu werfen. Nummer 15. Kostümmangel. Wenn du sowohl die Indian Runner als auch Captain Fantastic gesehen hast, trägt Viggo Mortensen das gleiche Hemd in zwei verschiedenen Szenen. Fast 25 Jahre auseinander. Entweder wurde dies absichtlich getan, um die Augen der Filmfans zu kitzeln, oder die Kostümabteilung muss wesentlich kreativer werden. Ich glaube, es war ersteres. Nummer 16. Jurassic World wird frech. Jurassic World, eine Fortsetzung des Jurassic Park von 1993, bietet ein wenig Humor in seinen rasanten, hochintensiven Szenen. Bei einer Szene sieht man einen der Charaktere vor einem T-Shirt, das zum Verkauf ist, mit einem Cartoon-T-Rex mit den Worten "I'm back". Muss zugeben, das ist schon ziemlich lustig. Nummer 17. Blade Runner 2049's Zeitalter der Identitätskrise. In Blade Runner 2049 schreibt Ryan Goslings Charakter auf ein Tablett in einer der ersten Szenen des Films. Aber dieses Tablett ist eigentlich ein Plattenhalter, der zu einer Kamera aus den 1920er Jahren gehört. Sieht so aus, als wäre man bei diesen beiden Zeitaltern ein wenig durcheinander gekommen. Nummer 18. Eine Darstellung der Realität beim Film Lego. Beim Film The Lego Movie von 2014 hat einer der kleinen Astronauten einen Riss in der unteren Hälfte seines Helms. Wenn du in der Vergangenheit jemals so ein Lego hattest, kannst du dich vielleicht daran erinnern, dass dies mit deinem eigenen kleinen Astronauten auch passiert ist. Da kannte sich in der Regie aber einer aus. Nummer 19. Baymax, riesiges Robu-Wabohu, macht Urlaub auf den polynesischen Inseln. Wenn man sich die Szenen bei Vaiana genau ansieht, sieht man, dass eines der Piratenbandenmitglieder von Kakamora eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Charakter Baymax aus Baymax riesiges Robo-Babohu hat. Zufall? Wahrscheinlich nicht. Nummer 20. Monsters vs. Aliens existieren neben Shrek. Wenn du genau hinsiehst, trägt der General in Monsters vs. Aliens eine kleine Shrek-Pin. Entweder gibt es Oger in ihrem Universum oder sie sind riesen Shrek-Fans. Nummer 21. Ein Bearbeitungsfehler bei Die Eiskönigin. Beim Film Die Eiskönigin kann man sehr gut sehen, dass viel harte Arbeit in die Animation des Films investiert wurde.
Wenn man jedoch genau hinsieht, gibt es eine Szene, in der man erkennt, dass Christophs Finger in Annas Seite verschwindet, während er sie hochhebt. Wenn du dir das nächste Mal den Film ansiehst, versuch auf Pause zu drücken, wenn diese Szene auftaucht, damit du einen guten Blick auf den Fehler werfen kannst. Ups. Nachdem du jetzt all diese versteckten Easter Eggs bei deinen Lieblingsfilmen kennengelernt hast, wundere dich nicht, wenn du in Zukunft ein kritischeres Auge entwickelt hast, wenn du dir Filme und Fernsehsendungen ansiehst. Hast du andere versteckte Details in einem der in diesem Video erwähnten Filme gefunden? Sag's uns unbedingt unten in den Kommentaren. Das Video hat dir gefallen? Dann zeig's uns und gib uns ein Like. Wenn du jetzt noch auf Abonnieren klickst, kommst du mit uns auf die Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.